So, jetzt kurz nach 8:30 in Deutschland. Herzlich willkommen zu den täglich neuen Handelsideen, die auf GoToWebinar schon dabei sind. Die haben mich jetzt ein wenig klicken gehört. Ich habe aus Versehen bei der Aufzeichnung bzw. beim Start für den Streaming zum Facebook auf den falschen Knopf geklickt und das Streaming gestoppt. Deshalb danke für die kurze Geduld. Also allen einen schönen guten Morgen. Frostig, frisch, aber klare Luft hier zurzeit bei mir, wo ich wohne. Aber die Sonne scheint, das macht gute Laune. Und so schauen wir auch in die Märkte rein. Das heißt, heute wieder ein paar schöne Handelsideen. Wir haben auf dem Schirm, wir haben das Silber, wir haben Euro, südafrikanischer Rand und Euro, Neuseeland-Dollar, wo es wirklich schöne, interessante Sachen gibt. Rolf, Ludger, Elena, nochmal hier guten Morgen zusammen. Und alle, die live zuschauen, bitte nicht scheu sein, wenn jemand eine Frage hat zu dem einen oder anderen Titel, gerne hier direkt in die Chats hinein. Dann kann ich gerne auch auf den einen oder anderen Wunschchat eingehen. Guten Morgen, Fernando. Was kommt immer morgens im Webinar? Der Risikohinweis, das weiß jeder, das bitte ich, so wie es hier steht, auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit gehen wir rein in die Tagesvorbereitung mit den Nachrichten. Wir sehen heute alles relativ dünn. Ein wichtiger Tag ist morgen. Morgen ist EZB-Tag. Das ist sehr, sehr spannend. Das hat einen wichtigen Einfluss auf die Märkte. Heute, nun ja, da ist das Ganze nicht ganz so wild von der Nachrichtenseite. Wir sehen es hier nichts Gravierendes, wo ich sage, da müssen wir jetzt unbedingt drauf achten. Für den einen oder anderen mag was dabei sein, aber hier heute nichts, was wir wichtigerweise besprechen müssten. Vielleicht ein bisschen weiter hier das Öl, die APE Rohöllagerbestände, aber wir bekommen ja die Lagerbestände vom Öl diese Woche auch noch mit genannt. Öl ist ja momentan sehr, sehr interessant von der Positionierung im Chart. Gucken wir doch einfach mal in die Charts rein. Hier starten wir mit dem MetaTrader und dem Stereo Trader Add-on. Gleich mal in das Währungspaar Euro Neuseeland-Dollar rein und hier sehen wir, dass das Setup schon wirklich richtig gut angelaufen ist. Von der Seite her noch nicht hinterherren, sag ich, würde ich jetzt machen, aber was wir hier sehen, ist durchaus interessant. Warum? Wir haben hier oben einen Widerstand liegen. Da haben wir gesehen, der Markt ist oben reingelaufen. Gestern gab es das Umkehrsignal, heute wird das Umkehrsignal bereits nach unten hin bestätigt. Der Markt läuft schon sehr, sehr schön an. Interessant wird es jetzt. Was passiert hier unten? Na, wir haben hier unten die Marke um die 1,66918. Das ist das Level der Trendfortsetzung. So, hier an der Stelle kann jetzt zwei was passieren. Entweder wir machen ein höheres Tief, stoßen nach oben ab, laufen wieder in den Widerstand rein. Dann wird es interessant fürs kurzfristige Trading. Was passiert am Tageshoch bzw. danach? Was passiert denn hier im Widerstand? Wird der gebrochen? Gut, dann haben wir hier oben noch ein bisschen Luft im Sinne eines Korrekturfortlaufs. Hier ist das aktuelle Korrekturhoch aus diesem Abwärtstrend. Steht um die Marke von 1,70576. Der Widerstandsbereich ist auch noch sehr, sehr interessant. Das hatte ich gesagt. Und wenn er drüber geht, haben wir hier noch ein leichtes Tageshoch drüber liegen. Bei der Marke von, wo haben wir es liegen? Genau hier 1,69694. Das die Punkte nach oben hin. Und nach unten wird es dann interessant, wenn wir tatsächlich hier durchlaufen. Das ist also in Fortsetzung nach unten problemlos möglich. Die Stunde und der Tag sind wieder abwärts gerichtet. Wenn das Ganze bricht, dann haben wir hier nach unten erstmal relativ freie Fahrt. Das sehen wir ja. Hier ist nicht wirklich was aufhalten kann. Das heißt, was dann interessant wird, werden Anlaufpunkte hier in diesem Tagestief, was wir hier haben, um die Marke von 1,65, hier haben wir es hier drüben, die Katze ist es, 1,65696, ich klemme da einfach gleich meine Marke drunter, hier zack, unten dran, also hier das Tagestief, beziehungsweise dann hier der leichte Support, den wir haben, um die Marke von 1,65374. Interessant, was dort passiert, das ist auf alle Fälle ein Feld, was wir gut und gerne mit anstoßen können und das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal im Stundenchart an, weil da sehen wir schön diesen nach unten trendierenden Markt und da macht es halt Sinn, das Ganze mal anzuschauen. Wir haben ja das Tagessignal bestätigt bekommen, das heißt Premium-Signal ist gekommen, jetzt können wir den Trend nach unten, wer das mag, auch mithandeln, das heißt hier, wenn die Korrekturen kommen, so wie wir es hier gesehen haben, die Rückläufe dazu nutzen, nach unten rein zu traden und da macht es halt dann Sinn,
so wie wir die Kombination Tag und Stunde gerne hier anschauen. Für die nebenberuflichen Trader ist sowas immer sehr, sehr interessant. Und für diejenigen, die hier auch Intraday-Zeit haben im kurzfristigen Trading, dann nutzen wir einfach die 5-Minuten-Läufe. Das heißt, wenn wir hier beispielsweise mal in die 5 Minuten reinschauen, das Bild mal etwas kleiner machen, da sehen wir ja hier die Schwünge, die aus der Stunde gekommen sind, wo der ganze Markt dann rumgedreht ist. Das sehen wir hier oben sehr, sehr schön am Laufen. Und da können wir unter Anwendung der Kombination von diesen beiden Zeiteinheiten sehr, sehr schön die Marken rausfinden, wo wir hier nach unten auch umdrehen können und dann in die entsprechenden Verläufe mit reintraden können. Das also hier in der Kombination Stunde mit den kleineren Zeiteinheiten, 5 Minuten, wer mag Minute, das ist je nach Geschmack. Auf alle Fälle gibt hier die Stunde die Richtung nach unten auch schon wieder vor und der Tag, wir sehen es, der läuft ja auch nach unten und damit ist das Bild wieder deutlich abwärts gerichtet. Hier sehen wir es halt auch im Wochenchart, das Muster, was wir hatten hier, der Trendbruch war da, ich mache das mal kurz etwas größer und dann hatten wir hier diese kanalförmige, hier diese Flagge nach oben laufen, dann kam dann der Ausbruch und das ist das, was sich hier gerade bestätigt. Das sehen wir halt, wie gut das auch ist, wenn man solche Dinge auch mal im mittelfristigen Zeitrahmen mit auf der Uhr hat, weil da bekommt man die Verläufe auch sehr, sehr früh mit und da hat man dann auch deutlich mehr Potenzial als das, was rauskommen kann. Und jetzt warten wir erstmal ganz entspannt ab, was passiert, ob der Markt hier rumdreht und nach oben läuft und vielleicht einen Aufwärtstrend macht oder ob der Markt einfach weiter runterläuft. Und da sehen wir ja, wo es hinläuft. Wenn wir hier mal diese starke Bewegung nach unten sehen, da sehen wir hier das Tief, da sehen wir das Potenzial, was hier auch drinnen steckt. Also einiges an Knochen am Fleisch dran im Euro-Neuseeland-Dollar. Das also hier mit Blick in Tag, Woche und die Stunde, beziehungsweise fürs kurzfristige Trading, weil die Stunde abwärts gerichtet ist, auch in die kleineren Zeiteinheiten. Schauen wir mal noch in ein anderes Währungspaar in Zusammenhang mit dem Euro, Zusammenhang mit dem Euro, und zwar Euro-Südafrikanischer Rand. Auch hier eine klasse, klasse Korrektursituation. Wir sehen es, ich hatte es gerade auch im anderen Chartbild angesprochen, das Korrekturmuster der ansteigenden Flagge hier, dieses Trendkanals, der leicht nach oben läuft, in Verortung eines laufenden Abwärtstrends. Das gibt gut und gerne schöne Handelsmöglichkeiten, wenn der Bruch zur Unterseite kommt. Heißt also, was wir hier sehen, ist selbstverständlich die Korrektur dieses nach oben laufenden, nach unten laufenden Trends. Das ist die korrektive Phase. Hier sind wir schon drüber gelaufen, übers Tagestief. Von wann war das gewesen? Das war das Tagestief vom 15. Januar. Der Markt kann natürlich noch deutlich höher korrigieren. Das ist alles überhaupt kein Problem. Nächstes Tageshoch liegt dann hier um die Marke von 16.01056, beziehungsweise er könnte ja sogar bis hier hoch korrigieren. Punkt hier, wir sehen es. Das sind die 16.079.10. Aber das ist alles korrektive Phase nach oben. Kann man gerne mittraden. Wer das Ganze in Trendrichtung traden möchte, der hat natürlich hier alle Chancen der Welt offen. Sobald die Stunde hier nach unten rumdreht, beziehungsweise der Trendkanal nach unten verlassen wird, haben wir unser Signal getriggert. Das ist jetzt definitiv was für die Watchlist. Wenn hier die Umkehr auch kommt, dann ist der Weg nach unten offen und wir sehen es, wo es dann hinlaufen kann. Dazu mache ich das Chartbild mal wieder ein klein wenig kleiner. Wir haben dann hier erst einmal selbstverständlich das Level um die 15.556. Das ist das aktuelle Trendtief, der Bereich des Trendtiefs hier an dieser Stelle. Da kann es dann erstmal schön nach unten gehen. Wird das Ganze dann gebrochen, haben wir hier unten um die Marke von 15.425 das nächste Level liegen, wo ein Support auf uns warten könnte. Also da ist einiges an Potenzial da und wenn das Ganze nach unten gebrochen wird und deutlich runterläuft, da ist noch viel, viel mehr dran. Wenn wir uns das Ganze mal hier in der Woche auch anschauen, dann ist das nächste Level, was wir haben, was wir dann auf der Unterseite auf der Uhr mit haben können, wenn der Markt tatsächlich so weit runterläuft, hier unten das nächste Support von diesem ja nach oben gerichteten Schub, den wir hier hatten, auf der Wochenbasis, und da klemme ich auch gleich mal noch ein Preisschildchen dran, das ist hier unten die Marke um die 15.29.8, der Bereich, da ist einiges also da, wenn wir hier einen guten Entry erwischen, das hier eine feine Situation für die Watchlist. Die Frage ist, warum lege ich mir sowas auf die Watchlist oder wieso komme ich mit sowas für die Watchlist hier drüben rein? Wir wissen ja nie, wann der Bruch kommt. Und aus diesem Grund ist es halt so interessant, sich das Ganze im Vorfeld auch anzuschauen, weil ich bin ein Freund davon, die Chartanalyse so zu machen, dass man sie auch noch traden kann.
Heißt also hier keine Signale in der Regel, die schon laufen. Das kann auch passieren heute Morgen, wie wir es beim Euro-Neuseeland-Dollar gesehen haben. Aber hier können wir uns sehr, sehr schön drauf vorbereiten. Und wenn wir sehen, was hier passiert, hier gucken wir nämlich jetzt mal in die Stunde rein, was hier läuft. Hier sehen wir sehr, sehr schön den Stundentrend nach oben laufen. Und wenn das Ding kippt, dann haben wir die Bestätigung, dass der Markt jetzt wieder runterläuft. Eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Bewegung anfängt. Und deswegen gehört sowas entsprechend auf die Watchlist drauf. Und hier kann man halt auch noch eine ganze Menge mehr machen. Das heißt, wer sich jetzt sagt, gut, ich trade jetzt die Korrektur und gehe mal davon aus, dass die Korrektur läuft, wirklich bis sie zu Ende ist, das heißt auch noch Potenzial da ist, wir haben ja nach oben hin noch einiges am Potenzial, wo Punkte auch sind, die man holen kann, ne? Den haben wir ja schon geholt, hier ist der nächste und hier oben auch noch, dann kann das Ganze ja auch noch eine Weile weitergehen und da kann man diesen Aufwärtstrend gut und gerne auch dazu nutzen, aus den Korrekturen heraus nach oben zu traden. Man muss halt nur wissen, hier geht es um den Handel der korrektiven Phase, Trendrichtung hier nach oben geht gegen den Tag und je weiter das läuft, je größer wird natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt wieder rumdreht und diejenigen, die das nicht tun wollen, die warten einfach, bis der Stundentrend nach unten wieder rumdreht, den Abwärtstrend hat und damit läuft der Markt dann hier rein und gibt das Umkehrsignal und das ist dann die beste Chance. Dann haben wir nämlich die Stunde wieder in Richtung des Tages laufen und der Tag läuft dann halt, ich habe es gesagt, im Potenzial gut wahrscheinlich erst einmal hier auf das Tief des aktuellen Trends, beziehungsweise haben wir dann nach unten noch zwei ordentliche Marken liegen. Also hier wird es sehr, sehr spannend, ein Wert, den man auf alle Fälle auf die Watchlist legen sollte. Und damit schauen wir mal von den Währungen in den Rohstoffmarkt rein. Heute hatte ich das Silber oder habe ich das Silber auf der Uhr, weil das Silber wirklich sehr, sehr schön momentan die Umkehrsituation spielt. Wir haben gestern das Umkehrsignal bekommen aus der Korrektur heraus hier. Das war das erste wirkliche Umkehrsignal, was wir hier hatten. Ich habe das hier mal angezeichnet. Wir hatten hier untergeordnet den gebildeten Abwärtstrend. Innerhalb dieses starken Moves nach oben. Hier war ja eine richtige starke Schubbewegung nach oben ohne Korrektur. Das Ganze wird jetzt hier korrigiert und jetzt sehen wir aber was sehr, sehr Interessantes und zwar wirklich der Punkt, wir haben hier ein Umkehrsignal bekommen, die Stunde hat hier rumgedreht, das konnte man gestern sehr, sehr, sehr schön beobachten. Ich zeige das mal ganz kurz in der Stunde. Hier unten konnten wir gestern beobachten, wie der Markt gedreht ist, wie er dann nach oben tendiert ist und den Aufwärtstrend gebildet hat. Das sind Sachen, die konnte man sehr, sehr schön, konnte man richtig zuschauen, wie die Umkehr der Nachfrage im Chart entsteht. Wirklich herrlich, fantastisch. So, jetzt haben wir hier den Trend nach oben laufen und wir haben einiges an Potenzialen nach oben hin da. Das muss man natürlich jetzt ein bisschen einordnen. Von der Einordnung her, wenn wir uns das Ganze klassisch im Stundentrend auch anschauen, dann sehen wir ja hier, ich habe es noch eingezeichnet, das ist der Trend des Tages, der ist nach unten gerichtet. Das heißt, das, was wir hier jetzt sehen, ist die beginnende Umkehr des Trends. Das heißt, wir laufen jetzt hier nach oben. Das, was wir sehen, ist erst einmal bezogen auf diesen roten Trend natürlich nur die Korrektur des Ganzen. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist das eine. Aber, und jetzt kommt das Aber, wir haben ja den Tag nach oben gerichtet und wir haben hier tatsächlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir direkt nach oben durchlaufen können, wenn beispielsweise der Druck so hoch ist, dass wir hier über die Tagesdurchs einfach drüber laufen, hier das Hoch rausnehmen und dann den Trend hier brechen und dort nach oben laufen. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Dinge laufen. Das eine in der Stunde ist jetzt erst einmal der Korrekturtrend dieses Abwärtsschubs. Ja? Das ist das eine, den kann man noch ein bisschen treten. Wir haben ein paar Anlaufpunkte auf der Oberseite. Läuft das weiter, gibt es das Potenzial, dass wir schon hier oben reinlaufen, also schon jetzt aus na, gut 50% Korrekturlevel nach oben drehen. Früh rein, gute Sache, nach oben hin genug Potenzial. Und wenn der Markt hier oben rausbricht, dann können wir uns hier drüben wieder ein bisschen orientieren. Das ist allerdings alles mittelfristig. Dreht das Teil aber natürlich um und läuft hier oben gar nicht erst rein, dann haben wir wieder die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach unten laufen und dann müssen wir den Blick nach unten richten. Hier wäre dann der nächste Anlaufpunkt. Wir haben ja noch ein paar Tagestiefs liegen, die kann man abholen. Nächster wichtiger Anlaufpunkt als Supportzone wäre hier dieses Ausbruchslevel um die Marke von ungefähr 14,80 $. Das heißt, hier fließt einiges zusammen. Hier haben wir eine sehr frühe Möglichkeit, möglicherweise schon oben rauszulaufen. Das muss der Markt uns erst zeigen oder ein Stück weit Korrekturhandel zu betreiben. Das Potenzial nach oben ist auf alle Fälle deutlich hier zu sehen, deutlich auch da. Und auch hier wird uns wieder der Stundentrend zeigen, wo es hingeht, ob er wirklich hier oben reinläuft und schön stark nach oben läuft und den Aufwärtstrend fortsetzt oder ob das einfach nur eine regressive Phase ist, die wir hier im Abwärtstrend haben und der
große, große Kursanstieg vom Silber wird noch etwas nach unten mit korrigiert. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, dann ist das interessant zu sehen gerade, was die Edelmetalle machen im Vergleich zu den Indizes. Wir haben jetzt hier bei den Edelmetallen ja in den letzten Tagen Anstiege gesehen und bei den Indizes die Kursrückgänge. Also wir sehen hier momentan das Spiel, dass sich das immer wieder ausgleicht, dass die Edelmetalle, die sicheren Häfen, ansteigen, wenn die Aktienmärkte fallen. So, und das ist jetzt der Punkt, wo es halt die Frage gibt, wie weit kann dieser Anstieg erst einmal noch gehen, wenn wir sehen, dass die Indizes hier beispielsweise auch der DAX hier nach unten läuft. Unten laufender DAX, nach ansteigende Preise im Gold und im Silber. Da kann man schön spielen, da kann man ein schönes Ping-Pong-Spiel machen. Das heißt, solange wie der DAX beispielsweise korrigiert und wir sehen, dass wir im Gold und im Silber die Anstiege haben, traden wir einfach die Anstiege. Und dann ist es interessant zu beobachten, was passiert, wenn der Markt wieder rumdreht. Das heißt, wenn der DAX wieder steigt beispielsweise, fangen denn dann an, die Rohstoffe zu fallen, die Edelmetalle. Das ist interessant. Das Spiel kann man momentan wirklich sehr, sehr gut machen. Das heißt, wer hier aktiv eng am Markt ist, der hat hier alle Chancen auf seiner Seite, auch von diesem Ping-Pong-Spiel wirklich auch zu profitieren. Deswegen hier ruhig in die kleineren Zeiteinheiten schauen, um das Ganze fürs Trading optimal zu nutzen. Damit bin ich fertig mit den heutigen Besprechungen. Ich schaue gerade noch mal rein in die Fragefelder. Fragen sehe ich jetzt an dieser Stelle nicht. Ja, dann sage ich mal ganz, ganz lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören und sehen und lesen morgen wieder voneinander. Spätestens 8 Uhr gibt es den Blog-Eintrag und danach um 8.30 Uhr selbstverständlich wieder die Besprechung der aktuellen Handelsidee. Und morgen wird, wie schon gesagt, sehr, sehr spannend. EZB ist dran. Also, allen gute Trades, einen schönen Mittwoch und bis morgen. Tschüss, euer, ihr, Mike Seidel.